Was mache ich hier? Hey Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Banjo Pilot. Ich bin. Nein, ich bin nicht krank. Ich habe einen neuen Controller am Start. Und ja, schauen wir einfach mal. Und es tut mir leid, hier wegen. Ja. Vor allem wegen dem hier. Ja, hier scheint gerade übelst die Sonne rein und ich kann nichts dran machen. So, heute starten wir mit einem neuen Grand Prix und auch mit einem neuen Fahrer. Und zwar fahren wir heute mit Humba Wumba. Oder wie sie gerade sagt, Humba Wumba. So, in der letzten Folge haben wir den Bottles Grand Prix abgeschlossen. Ich muss mal wieder ein Ding hier rausmachen. So, und nun beginnen wir mit dem Grundy Grand Prix. Natürlich ist es die Musik vom Hexenland, der Strecke. Du meinst, ja, komm, das sind die ersten Wörter und ich hab mich schon verlesen. Du meinst also, du wärst gut genug, um bei Grundys Grand Prix mitzufliegen? Das wird aber nicht so einfach wie bei diesem alten blinden Budelfritzen. Okay. So, Kürbispokal. Und der amtierende Meister ist Jolly Roger. Dies ist der Kürbispokal. Ich wette, du schaffst dies. Du schaffst es nicht mal um die erste Kurve. Glaube ich auch. Hinweis. Dann gibt's das noch nicht rein. Und da du ja nicht der hellste bist, wirst du wohl nicht bemerken, dass du A drücken musst, um schneller zu werden. Wenn du durch Boost. Bitte? Ich muss auf A. Spiral Mountain R. Was für R? R. Digga. Rückwärts oder wie ging es denn? Go! Okay. Da war schon die erste Note. Ja, das ist das Ding rückwärts. Ich muss A drücken. Hab ich vergessen? Doch sonst, wo ist mein. Hä? Hab ich da drauf gedrückt? Nein. Was machst du denn jetzt? Hey, ich sehe hier nur eine Note. Was? Ich hab doch getroffen. Was? Was war das denn jetzt? Ja, komm, jetzt kommen sie ja alle. Reg mich nur schön für der Strand. Ich bin Siebter. Von 8. Ich bin's Mutter. Das ist gut. Wer ist vor mir eigentlich? Banjo. Hat's diesmal funktioniert? Ich glaube schon, oder? Ha! Jetzt hat's das mal funktioniert. Schon wieder Note verpasst und ich schaff's nicht. Denn ich bin schon. Oh, noch ein schöner Siegertanz hier gemacht. Ja, wunderbar. Humba, humba. Ich weiß immer noch nicht, was die Noten bringen. So. So, okay. Jinxies Dünen. Wahrscheinlich rückwärts oder so. Keine Ahnung. Ich weiß auch immer noch nicht, wie man den Turbo-Start macht. Und da war die erste Note, oder? Da war die erste. Sind die an den gleichen Stellen wie letztes Mal? Ich glaube schon, oder? Da war eine. Das ist tatsächlich die Strecke nur rückwärts. Und da war auch eine gewesen. Und ich habe sie nicht. Denn ich guck ins Licht. Ja, was ist denn das? Und ich werde direkt wieder Erster. Dieser Controller ist auch viel leiser. Man hört ihn gar nicht. Falsche, hast du falsche Taste gedrückt? Was? Was machst du denn? Wenn Schutzanzorte reinfliegen, warum bin ich Fünfter? Ich habe eine Note eingesammelt. Und immer wieder auf die falsche Taste. Noch zweimal.
Ja, es war wirklich eine Note. Aber pass auf, jetzt kommt hier Teil 2. Teil 2, Note 2. Ja, toll. War da oben. Ich wusste irgendwie nicht. Und Hilda, das nützt nichts. Wir haben es geschafft. Schaffen wir diesmal den den Bronzepokal, den Platinpokal? So, Gletscherspalte rückwärts. Oder was heißt das? Heißt vielleicht Return oder? Nee, eigentlich ja nicht. Da war die Note. Ich hab sie natürlich nicht bekommen. Nein, nein. Nein, 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 das darf nicht sein. Das sag ich irgendwie jedes Mal. Aber das gibt's gar nicht. Da war schon die zweite Note verpasst. Ja, das ist wunderbar. Und ich kann nicht mehr rein. Fahr die Strecke entlang. Und jetzt lass mich einfach in Ruhe. Und hol die nächste Note ein. Pass auf, die krieg ich. Mit der nächsten Note meine ich natürlich die erste. Beziehungsweise die zweite war es. Nein, es war tatsächlich noch die erste hier. Und dann habe ich. Genau, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo erzählt habe, aber. Ja, ich glaube, das habe ich gestern in der Aufnahme schon gesagt, bei Mario 64. Ich weiß aber nicht. Und zwar hatte ich nämlich gestern Mario Kart 8 gespielt. Alter, wie viel? Habt ihr gesehen, wie viel da war? Habe ich nämlich gestern Mario Kart 8 Deluxe gespielt. Den nicht aufgenommen, nein, gespielt. Und da habe ich gesagt, pass auf, jetzt kommt bestimmt gleich ein Blitz oder so. Oder bitte schick mir jetzt einen Blitz. Oder irgendwie sowas habe ich da gesagt. Auf einmal 2 Sekunden später kommt wirklich noch ein Blitz. Dann später in der dritten Runde oder was weiß ich, was das war, habe ich dann noch gesagt, bin ich durch so eine Itembox geflogen. Und dann habe ich gesagt, bitte gib mir jetzt einen grünen Panzer oder so irgendwas. Dann ist da wirklich ein grüner Panzer rausgekommen. Das war mega der Zufall. Vielleicht war es ja auch gar kein Zufall. Sondern Manuel Neuer. Vielleicht schaffen wir diesmal wirklich den Platin-Pokal. Wir haben erst einen Grundikap. Nicht Grundikap, wir haben Grundikap. Das ist der Kids-Kap. So, Vulkangebirge. Die sind auch alle so ein bisschen. Ist das so ein Grünton, oder? Go. Wenn ich hier jetzt nicht Erster werde. Komm, ich muss das wieder so machen. Bitte lass mich in diesem Rennen Erster werden. Bitte. Ich sag auch dann nie wieder. Ich verrate es dann auch nie wieder. Ja? Okay, ich habe eigentlich nichts verraten. Ach, keine Ahnung. Miau. Miau. Sammeln Sie ein! Oh, ich hab sie noch. Ich hab sie im letzten Moment gesehen. Wunderbar. Wir einfach nach drüber. Yeah. Diesmal hat's funktioniert. Wo geht's denn lang? Diesmal hat's funktioniert. Und sammeln die. Ach, die Noten werden sogar rückwärts gezählt. Was ist los? Fahr wie lang? Kann ich eigentlich noch zurück schießen? Nee, ich glaube. Wow, wo kommt der denn jetzt her? Bleibt er noch stehen? Oder ist er da gegen die Säule geknallt? Ich weiß gar nicht wissen. Was ist das da hinten eigentlich für ein Drache? Hab ich noch nie gesehen. Der mir jetzt den ersten Platz wegschnappt. Ich weiß nicht wer. Aber wenn er das macht. Meint sie, könntest du es schaffen, nein. Wir haben es nämlich geschafft. Wir haben den Platin-Pokal im ersten Grundi-Cup. Im ersten Grundi-Grand Prix-Cup. Den ersten Grundi-Grand Prix-Cup. Den Platin-Pokal. So,
aber jetzt natürlich noch nicht. Denn jetzt. Muggles, du hast es geschafft, alle Rennen zu gewinnen. Somit gewinnst du den Platin-Pokal. Mal sehen, ob du dich auch mit Jolly Roger messen kannst. Ja, natürlich. Jolly Rogers General. General. Genau. Ich glaube, er fängt wieder direkt an, oder? Ja. Was ist das denn? Hab ich ja Angst. Kanonenkugel. Warum ding die ganze Zeit hier mit und ich weiß es nicht. Er fängt direkt an. Vorsicht. Das ist mir. Schieß. Und nochmal. Gleich ist er tot. Nicht mal hier zum Schuss kommen lassen. Komm, ich traue mich sogar hier direkt so weiter zu machen. Komm, gleich ist er doch tot. Gib mir noch zwei Eisblöcke und dann war's das. Er hat mir noch kein einziges Leben abgezogen. Ja, das ist so ein Lappen. Klötze da weg. Das war's. Yay, komm, ich will noch mal treffen. Yay. Der Kürbispokal. Platin. Kesselpokal, Frankfurt. Du hältst dich jetzt wohl für unheimlich clever, was? Okay, okay. Du bist der neue Meister des Kürbispokals. Wunderbar, so, dann kaufen wir uns auch gerade Jolly Roger, mit dem wir auch dann vielleicht die nächste Folge bestreiten werden. Das war an meiner Seite gefunden. Wunderbar. Ich will Jolly Roger kaufen. Menschenhandel hier. Ja, wunderbar. Was ist das denn? L1, 3, wunderbar. Und die Puzzle. Grüner Knobel Grand Prix, was ist das denn? Ich glaube, ich hebe mir meine Seite mal auf, weil ich kann mich dann noch an irgendwas dran erinnern, dass später noch... dass man später irgendein Grand Prix noch kaufen kann. Und mit grüner Globo Grand Prix und lila Globo Grand Prix sind, glaube ich, keine Grand Prix gemeint, sondern irgendwas wird auf der Strecke, auf den Strecken freigeschaltet. Ich weiß nicht mehr. Wo habe ich denn meinen B-Knopf jetzt hingemacht? Ah, das ist viel besser. Wunderbar. Okay, Freunde. In der nächsten Folge komme ich schon zu unserem noch an. Wunderbar hier. Wir haben den allerersten Pokal im Silber-Style hier. So, Freunde. In der nächsten Folge geht's dann also weiter mit Badge Pilot, mit dem Kesselpokal. Seid also gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein. Und ciao. Ciao. Billa ciao. Billa ciao. Billa ciao. Was mach ich?